Komm schon, Alice. Es ist nur ein Traum. Es ist kein Traum, sondern eine Erinnerung. Und sie macht mich ganz krank. Vergiss es. Und jetzt Konzentration. Warte. Du schwebst wieder. Schwerelos. Eine Chiffre. Entspann dich. Ich bin in der Hölle. Vergiss das. Gib diese Erinnerung auf. Sie ist unproduktiv. Lass es. Geh ins Wunderland. Ich kann nicht. Ich bin gefangen. Im Frühjahr. Sarge, das Mädchen hat schwere Verbrennungen. Rufen Sie einen Arzt. Wird sie wieder gesund? Nein, Alice. Lösche diese Wahnvorstellung. Vergiss sie. Geh ins Wunderland. Lieber nicht, Doktor. Mein Wunderland liegt in Trümmern. Für mich ist es tot. Deine Präferenzen sind unerheblich, Fräulein. Also, Alice, wo bist du? Ich segle mit einem Freund. Es ist irgendwie anders. Alles hat sich verändert. Veränderung ist gut. Das erste Glied in der Kette des Vergessens. Was ist hier los? Verrückt geworden? Ich bin nicht verrückt. Kaninchen? Das ist nicht richtig. Was macht es da? Stimmt was nicht? Und was nicht stimmt? Hey Leute, hier ist gerade ausnahmsweise mal Totti und der... Und der Stefan. Grüß euch. Viel Spaß erstmal mit... was machen wir überhaupt hier, den Schmann? Wir nehmen hier gerade Alice... Redness Returns an. Na, Alice... Redness Returns. Ja, und wie hat dir das Spiel dir allgemein gefallen in der Zeit, wo du es zockt hast? Sehr geil, also... Das Spiel ist wirklich sehr cool. Und auf wo hast du es zockt? Auf dem PC, bei dir. Ja. Und willst du auch auf der PS3 erwähnt, FTL auch hin? Ja, natürlich. Passt, hat es ja also passt, oder bei dem Spiel? Ja, also, wie gesagt, es ist ein geiles Spiel. Mit dem Gamepad, mit dem Gamepad bin ich auch gut klargekommen, obwohl ich mehr PlayStation gewohnt bin. Mit dem Gamepad bin ich sehr gut klar. Ja, man muss nur dazu sagen, es ist ein Xbox 360 Controller und der Depp kann sich nicht an dem Tastatur und Maus nicht gewohnen, oder er mag es nicht gewohnen. Na, ich bin immer froh, dass ich mit dem Internet gut klarkomme mit der Maus und Tastatur, dass ich schreiben kann. Naja, so. Mich wundert es nicht nur, dass überhaupt das Spiel trifft. So, wir sind jetzt hier im Spiel. Na, wie gesagt, aber so von der Bewegung her und alles, wie hat es dir alles so gefallen? Also, also die Bewegung steuern lässt sich eigentlich gut. Aber bei manchen Szenen hat man schon gesehen, dass du ein paar Aussetzer gehabt hast, gell? Ja, weil ich mich erstmal ein bisschen angewöhnen musste. Aber bin ich eigentlich schnell wieder reingekommen. Also nicht wieder, sondern reingekommen wird. Ja, und wenn es euch das Spiel... mal anschauen möchtet, dann werden wir mal das Ganze mal so Let's Play machen. Das hier soll eigentlich, grund gesagt, kein Let's Play werden. Nein, das soll so eine Art, So als erstes Fazit, kurz vorm Review, warte mal, ich muss mal meine Boxen ausschalten. So. Wir uns so als kleines Fazit von dem Alice Return Madness oder Madness Returns, wie man es auch immer aussprechen möchte. So, passt's nicht. Steuerung, optisch, haptisch, genial, verblödet. Na, also optisch ist es sehr cool. Also das ist wirklich ein geiles Spiel. Und gameplaymäßig spielt sich das auch richtig gut. Und bei dir spielt sich das flüssig. Also die Grafik ist echt flüssig und du siehst jedes Detail. Ja, weil PC hat in meisten Fällen immer mehr Leistung als Konsole, sag ich dir. Ja, das ist klar. Grafisch spielt es echt gut.
Weil jeder, der Madness Returns gespielt hat, der müsste es wissen, wie geil es ist oder auch scheiße, jeder hat eine andere Meinung, ich find's cool. Also das Wunderland, das wir später sehen, das ist auch richtig cool gemacht. Demnächst, aber ich will jetzt mal noch ein bisschen kürzen das Ganze, weil ich wirklich gesagt 50 Minuten oder beziehungsweise 50 Minuten roh mit Material und jetzt was auf 20 Minuten runter reduziert habe. Ja, es wird noch ein bisschen gekürzt noch. Ja, aber ein bisschen von Wunderland kann man ja schon zeigen, oder? Ja, ja. Eine andere Frage. Würdest du es für den PC und Konsole allgemein empfehlen? Ja, also für den PC, für die PC-Zocker ein Muss. Müssen vielleicht nicht, aber... Also halt nicht ein Muss, aber könnte ich empfehlen. Und Konsole? Und Konsole ja auch. Also wer lieber Konsole mag, kann ich es für die Konsole holen. So viel ich weiß, gibt es das für die PS3 und für den PC. Und Xbox 360. Xbox 360, aha. Ich weiß nicht, dass man die Xbox-Fans ja nicht unbedingt... Ja, genau. Das wusste ich jetzt nicht, dass es für Xbox 360 jetzt auch gibt. Aber für die anderen Konsolen, ob das da auch gibt, für PS4 und so, das wird es, glaube ich, nicht geben. Na, und Xbox One und so. Weil das schon etwas älteres Spiel ist, von 2011. Ist das schon wieder 5 Jahre her? Ja. Oh Mann, wie die Zeit vergeht. Ja. Aber wir glauben, wir sind jetzt hier gerade in einer Sequenz. Na gut. Wenn ihr irgendwelche Let's Plays oder Reviews haben möchtet, einfach unten kommentieren. Genau. Also, schönen Tag, schönen Abend oder wann ihr es jetzt auch anschauen möchtet oder angeschaut habt. Viel Spaß mit dem Spiel. Hoffentlich es gefällt euch, das Review. Ja. Tschau.